Also ich habe mir das jetzt mal angesehen, wie der Chinese so arbeitet. Also die Kontakte sind natürlich nur gesteckt, die sind nicht verlötet. Die Verbindungsstücke hier zu dem Stecker, wo ihr praktisch immer den Stecker reinsteckt. Jetzt habe ich das mal versucht, noch näher zu eruieren. Das sieht so aus, als schnürgelt der Chinese extra diesen Pin ab auf der anderen Seite. Ich habe das mal verglichen bei zwei Gehäusen. Die Schnürgelflächen sehen unterschiedlich aus. Also es ist nicht maschinell, sondern es ist manuell gefertigt, dass sozusagen dieser Pin auf der anderen Seite fehlt, ne? Jetzt steckt ihr immer diesen Stecker da rein auf der einen Seite und drückt praktisch immer schön den Stecker rein und raus. Ihr schiebt diese Steckerbuchse immer schön rein und raus und irgendwann habt ihr hier einen Kabelbruch. Oder die Kontakte lassen langsam nach und dann denkt ihr wahrscheinlich, oh, der Akku ist geladen, ich gehe mal fliegen. Puff! Und schon landet er irgendwo auf dem Boden und ist kaputt. Also dieser Pin hier, der ist dafür da, dass der praktisch hier in die Mitte auf die Schiene drückt, ne? Damit sich der Stecker, die Steckerbuchse nicht, dass er die nicht durchdrücken kann sozusagen. Dafür ist dieser Pin hier, aber ich glaube, die schmirgeln den irgendwie schön weg auf der anderen Seite, damit schneller kaputt geht und dann kauft man halt mehr, ne? Ich habe mir mal so zwei Gehäusedeckel angeguckt, Unterseiten. Das ist so, und wie gesagt, das ist nicht gelötet, das ist nur gesteckt, das Kabelchen. Ist auch nicht gekrümmt oder so. Also wenn da einmal ein leichter Wackelkontakt ist und dann ist halt der Kontakt nicht mehr da und das Lämpchen auf der anderen Seite geht aus und ihr denkt, der Akku ist geladen und es ist halt noch nicht geladen. Jetzt gibt es hier so ein Workaround. Ihr nehmt einfach einen 5 Minuten Epoxy-Kleber und klebt es auf der Seite rundum, damit es wenigstens, weil da steckt er den Stecker jedes Mal rein und drückt sozusagen diese Buchse immer rein und raus. Und dann habt ihr irgendwann hier, wie gesagt, so einen leichten Kabelbruch. An der Stelle meistens irgendwo hier. Und dann geht es nicht mehr. Also auf der Seite ganz besonders, weil da fehlt der Nippel, da fehlt der Pin, deswegen geht das nicht. Aber so kann man halt auch Geld verdienen, ne? Ich sag euch nur, wie es irgendwie in Engineering, wie man es machen könnte, damit es noch ein bisschen länger hält, ne? Weil so nachkaufen ist ja auch langweilig auf Dauer. Und Helikopter kaputt fliegen ist auch blöd.